Vor ein paar Wochen habe ich euch erklärt, welche Vorteile das Mittelformat hat. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr günstig in die Mittelformatfotografie auf Film einsteigen könnt. Nach dem kurzen Intro geht's los. Damit herzlich willkommen zurück zu Ars Analog, dem YouTube-Kanal zur Filmfotografie im Zeitalter der Megapixel. Jeden Freitag bringe ich euch hier ein neues Video zum Thema. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, um keines dieser Videos zu verpassen. Heute zeige ich euch Kameras, die es euch ermöglichen, für kleines Geld in die Mittelformatfotografie auf Film einsteigen zu können. Die Mittelformatfotografie ist vor allem berühmt durch Namen wie Rollei und Hasselblad, aber auch Mamiya und so weiter und so fort. Diese Kameras haben alle gemeinsam, dass sie relativ kostspielig sind. Die sind auf dem Sammlermarkt sehr begehrt, natürlich auch aufgrund ihrer sehr hohen Qualität. Aber als Amateur kann man oft diese Qualität gar nicht ausnutzen, wodurch es durchaus auch interessant sein kann, auf die günstigeren Kameras zu schielen und vielleicht einmal auf dem Amateurmarkt zu schauen. Den Anfang machen heute diese Toy-Kameras hier. Die habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt, als es darum ging, wie man analog den Look von Instagram nachahmen kann. Beides sind Kunststoffkameras, die ebenfalls auch mit einer Kunststofflinse ausgestattet sind. Variabel machen sie entweder 16 Bilder im Format 4,5 x 4,5 oder eben 12 Bilder im Format 6x6 auf eine Rolle 120er Mittelformatfilm. Die Diana F Plus von Lomography ist etwas modularer. Es gibt auswechselbare Objektive, unterschiedliche Rückteile für andere Filmsorten und so weiter und so fort. Wohingegen die Holgas immer eine feste Konfiguration haben und wenn man eben anders fotografieren möchte, man unter Umständen dann einen anderen Fotoapparat kaufen muss. Beide liegen preislich bei einem Neupreis von etwa 40 Euro. Bei manchen Sonderausführungen der Holga kann es aber etwas teurer werden. Auf dem Gebrauchmarkt sind die Preise natürlich viel niedriger, sodass man für 20 Euro locker fündig werden dürfte. Noch günstiger, aber vielleicht einen Schritt besser, sind eben diese Bakelitbomber hier von Agfa. Das hier ist eine Klack, es gibt aber auch eine Klick und eine Klick 2. Grundsätzlich sind das einfach konstruierte Kameras mit fest verbauten Objektiv, die hier Bilder in dem Fall von 6x9 anfertigen. Der Verschluss hat auch nur eine einzige Verschlusszeit, ich glaube von einer Dreißigstel Sekunde, also relativ langsam. Und die Blende ist, glaube ich, bei F8 und F11, sodass man, wenn man im Sonnenschein fotografiert, trotzdem noch relativ langsamen Film braucht oder Film, den man zur Not überbelichten kann. Der Clou an dieser Kamera hier ist die gebogene Filmrückwand, die dafür sorgt, dass besonders auch die Ecken scharf werden. Relativ scharf. Wir sprechen ja hier von einer einfachen konstruierten Linse aus Kunststoff. Diese Kameras kriegt man gebraucht. Natürlich nicht mehr neu, gebraucht schon für einen Fünfer, was unter anderem auch daran liegt, dass die im Anschaffungspreis unglaublich günstig waren, weil Agfa eben daran gelegen war, ihre Filme zu verkaufen. Ist aber eben Bildqualität das ausschlaggebende Merkmal, warum man überhaupt Mittelformat fotografieren möchte, sind eben diese Kunststoffkameras oder Kameras mit Kunststofflinsen nur bedingt geeignet. Besser geeignet sind Kameras wie diese Vogtländer besser. Kameras wie diese sind faltbar, dank des Balgens in der Mitte. Sie verfügen zum Teil über hervorragende Objektive und können ganz einfach in die Tasche gesteckt werden. Kleiner Nachteil solcher Kameras ist, dass der Verschluss immer von Hand gespannt werden muss, bevor man das nächste Bild machen kann. Es gibt sie aber in unterschiedlichen Größen, wie diese hier in 9x9 oder wie diese Adox Golf in 6x6. Zur Adox Golf habe ich übrigens damals in der Steinzeit, in meinen Anfangstagen hier auf YouTube, schon mal eine Review gemacht. Die verlinke ich euch natürlich. Diese Kameras sind unglaublich günstig. Man kriegt sie auf Flohmärkten, im Internet
und so weiter und so fort. Auf eBay sollte eine Besser 1 per Sofortkauf für 40 Euro zu kriegen sein. Auf Flohmärkten macht man schon mal ein Schnäppchen und muss nur 5 Euro ausgeben. Aber Vorsicht, es gibt diese Kamera in unterschiedlichen Ausführungen. Und je nachdem, wie lichtstark das Objektiv ist und welche Brennweite das genau hat, kann es Exemplare geben, die unglaublich teuer sind. Die Nutzung einer solchen Kamera ist denkbar einfach. Zum Filmladen klappt man sie auf, legt den Film ein und führt die Lasche hier rüber, um sie dann hier auf der Spule aufzuspulen. Nach ein paar Umdrehungen schließt man die Kamera und kann hier hinten durch ein rotes Fenster das Papier des Films sehen. Dann spult man einfach weiter, bis im kleinen Fenster die 1 zu sehen ist. Vor der Aufnahme spannt man den Verschluss, klappt den Sucher aus, zielt und kann dann auslösen. Diese Kameras sind natürlich besonders simpel, aber der Vorteil einer simplen Kamerakonstruktion ist natürlich, dass wenig kaputt gehen kann. Worauf ihr ein bisschen achten müsst, ist das Objektiv. Also ist das verkratzt oder vielleicht sogar trüb, hat das Nebel oder sind da irgendwelche Einschlüsse drin. Achtet auch auf den Balgen, das ist die fragilste Stelle solcher Kameras. Der muss unbedingt lichtdicht sein und gerade hier in den Faltstellen bilden sich Risse und Löcher. Vor allem dann, wenn die Kamera unter schlechten Bedingungen, zum Beispiel in feuchten Kellern, gelagert wurde. Der letzte Punkt, der zu prüfen ist, ist der Verschluss der Kamera. Löst die Kamera aus, löst die ungefähr richtig aus, ist also die Hundertstel Sekunde schneller als die 50stel Sekunde, funktioniert der Balgmodus und so weiter und so fort. Natürlich können die schnellen Verschlusszeiten nicht so einfach überprüft werden. Da hilft es einfach, die Kamera zu nehmen und gegen eine Lichtquelle zu halten und dann auszulösen. Dann sieht man einfach hier durch das Kameragehäuse, ob der Verschluss sich geöffnet hat. So, das war's dann jetzt schon wieder für heute. Danke fürs Zusehen, fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Sollten noch Fragen zu diesen Kameras oder dem Mittelformat im Allgemeinen bestehen, postet bitte unten ins Kommentariat oder diskutiert mit uns in der Community auf Facebook. Ansonsten verweise ich hier nochmal auf meinen Merchandise-Store. Da kriegt ihr wunderbare T-Shirts mit Motiven für Fotografen. Jeder Verkauf unterstützt diesen Kanal und hilft dabei, ihn ein bisschen besser zu machen. Damit verbleibe ich und sage nochmal Danke für alles. Wir sehen uns nächste Woche oder Montag in der Nachbesprechung. Ciao, bis dann.